Lincoln. Bolla och rulla. På grov och färg. Pojken, kom! Pojken, kom! Somliga gillar låtar som låter som inkokt fisk. Men det gäller inte mina, för de ska bolla och rulla fram. Aha, ja, de ska bolla och rulla fram. Somliga går på brudar som har glömt bort att var sensuella, men det gäller inte mig, för de ska bolla och rulla fram. Aha, de ska bolla och rulla fram. Pojken, kom! Kom, pojken! Kom! Pojken! Åh, då är det MV som sjunger i Skara. Här är studenten, och idag är det jäknedagen. Så där framme är de och sjunger. Där är vi. Och bredvid domkyrkan, så fint. Du, den ligger Julets i café. Den ligger i koffertet, så vi hämtar oss. Det är bara att hämta. Vad är det öppet då? Ja, till var jag inte stängt. Glömde jag. Nej, det är öppet. Julets café. Kine Kleva, Kine Kölle. Urban. Så, här är vi ute och går då. Julets café. Väldigt fint faktiskt. Kan man sitta. Går du vidare? Somliga går på brudar som har glömt bort vad sensuella. Men det gäller inte mig, för det ska bolla och rulla fram. Aha, det ska bolla och rulla fram. Många de gillar stylen där man sätter sitt liv på spel. Men det gäller inte mitt, för det ska bolla och rulla fram. Aha, det ska bolla och rulla fram. Somliga finner mening i att tala med svåra ord. Men det gäller inte mina. De ska bolla och rulla fram. Aha, ja, de ska bolla och rulla fram. Somliga söker sömnen där man sover på lätta moln. Men det gäller inte min, för den ska bolla och rulla fram. Aha, ja, den ska bolla och rulla fram. Andra de gillar drömmar där man sitter på stora slott. Men det gäller inte mina, för de ska gunga och glida fram. Aha, ja, de ska gunga och glida fram. Hej då! Trevlig sommar!
Urbans nya bil. Sporty. Man tittar upp, får du kommer du med också titta på hur den är? Jag filmar först. Nej, mamma, vad snygg du var i håret. Alltid snygg. Portalen nästan färdig. Imse vimse spindel klättrar för tron. Ner faller regnet, spolar spindeln bort. Upp stiger solen, torkar bort allt regn. Imse vimse spindel klättrar upp igen. Trevlig sommar, hejdå! Så, nu blir portalen monterad. På riktiga platsen på det nya huset. Hej! Och du har varit så duktig så vi är nästan ihop allting redan. Jag är först alldeles bett i kön. Åh, så kön. Fröj mig. Jag har bebben. Åh, det sista tiden så glömmer jag att filma. Då är vi alltid för sent. Vi är redan färdiga och plockat ihop. Men nu kommer jag på mellanvall. Och det passar så fint i trädgården här. Riktigt, det är äppleträd där, precis som blommar. Det är jättevackert. Hej, mich. Ein kleines Kind. Tschüss. Så jetzt geht die Seilbahn nach oben. Ah, ich sehe. Eine von den kleinsten, was ich je gesehen habe. Aber die haben modernisiert, jetzt kann man da drucken zum Aufmachen. Okay, tschüss. Alltså, om jag noch nicht glauben, was gestern passiert ist, aber wir haben einen Fuchs gefangen. Oj, vi har viele Jahre jetzt probiert mit Fuchsfalle, mit dem Jäger. Und jetzt letzte paar Wochen, habe ich so viele Hunde verloren. Richtig verrückt wurde. Und gestern Abend habe ich mir entschieden, fange den Fuchs. Und da ist er. Ich habe den Fuchs gefangen. Ich habe vor mir gesehen,
wie ich machen soll. Plötzlich habe ich eine gute Idee gehabt. In letzter Zeit bekomme ich immer super Ideen. Also ich sehe vor mir, wie ich das machen soll. Und wie ich das vor mir gesehen habe, bin ich so vorgegangen. Wir haben so eine super Lücke. Lücke zum Aufmachen und hin und her. Und die habe ich offen gelassen. Das, statt die Fuchsfalle habe ich die als Falle genommen mit lebendigen Körpern. Und da bin ich gesessen, habe gewartet, bis der kommt. Halb eingeschlafen, habe so ein Gesicht und ich war so nervös, eine Stunde Herzklopfen gehabt. Und immer gewartet. Und plötzlich, nach etwa eineinhalb Stunden, die Kinder waren so laut und das hat so viele Störungssachen gehabt, aber nachher plötzlich hat ein Huhn angefangen zu schreien. Dann habe ich gewusst, jemand ist drin. Mader oder Fuchs. Lücke zugemacht und schnell rein und Licht gemacht. Und was sehe ich da? Ein riesiger Fuchs. Dann habe ich einen Aussatz von Schiss von mir. Und ich habe Schiss gehabt. Ich habe so viel vorbereitet mit so vielen Graben und zum Schlagen, Messer und alles mögliche angefangen. Und dann hat er so, wenn der mich angreift und beißt, dann habe ich nachgedacht. Ein Hund. Ja, nein. Und dann habe ich dann gerufen um Hilfe. Und dann haben wir wirklich im als Frust, dass die 20 Hühner jetzt weg sind, was auch sehr, sehr teuer ist. Problem mit Lieferungen. Habe ich einfach auf den Kopf geschlagen. Bis der nicht mehr konnte. Und nachher habe ich mit dem Messer da die Halskehle durchgeschnitten. So wie beim Fisch. Einfach geschaut, dass es schnell wie möglich stirbt. Weil mir tut es auch leid. Hat ja irgendwo kleine Jungs, Mädchen, Kinder, die warten auf das Essen und der muss schaffen jeden Tag. Ich arbeite hart, oder? So viel Essen jeden Tag so zusammenbringen. Aber ich kann das auch nicht mehr zulassen. Aber jetzt habe ich Fuchs gefangen. Traurig und dann muss ich auch. Tschüss! Ich habe den Fuchs. Es ist leider so, dass der so viele Hühner für uns genommen hat. Und so kann ich nicht leben. Wenn ich eine halbe Stunde nicht zumache, dann kommt der. Jetzt ist er leider tot. Ich muss mal angreifen, mich da stehlen. Da mal angreifen. Joker. Pfeffi gehen und fischen. Jetzt bin ich der Meerjungfrau in Dänemark. Fische haben wir ganz viele gekriegt. Da ist einer beispielsweise. Der Plastik.